auch eine Nachhaltigkeit, zum Beispiel über Vernetzungen. Und da haben wir auch ganz schöne Erlebnisse schon gehabt, dass Schulen und Jugendclubs gesagt haben, okay, sie machen jetzt mal mehr zusammen. Oder dass in einem Ort ein Skatepark eingerichtet wurde, nachdem wir da waren. Also weil auch die Kommune erkannt hat, also dass die Jugendlichen sehr wohl ein Bedürfnis danach haben. Also ich bin dabei, weil ich wahrscheinlich eine der ersten Skaterinnen war in Deutschland. Und da war es richtig schwierig. Also ich war wirklich immer das einzige Mädchen überall. Und da waren echt auch die Vorurteile ziemlich groß noch oft. Es ist ja auch zu beobachten, wie wenige Frauen es überhaupt in den jungen Kulturen gibt. Es ist ja auch so ein bisschen der Anspruch von diesem Workshop, Mädchen zu zeigen, dass es verschiedene Jugendkulturen gibt, wo auch Frauen aktiv sind. Und sie können einsteigen, auch wenn sie Frauen sind und dort nicht so viele Frauen präsent sind in den Jugendkulturen. Es ist trotzdem die Möglichkeit. Mein Publikum. Kommt so ein Projekt an der Schule. Hier war es der Fall, dass die Lehrerin mich konkret angesprochen hatte, die das erste Projekt vor 4 Jahren gemacht hat in einer anderen Schule. Mir hat es so toll gefallen, dass sie direkt auf mich zugekommen ist und hat gesagt, wir wollen das Projekt an unsere Schule hier holen. Und das bekomme ich eigentlich immer wieder. Die Lehrer, die das schon durchgeführt haben, die Schulen wollen das immer wieder haben. Ich denke, das Wissen über und um Jugendkulturen ist halt einfach auch ein Bestandteil von zeitgemäßer Bildung. Und von daher denke ich, ist es gut, dass es auch einfach im Rahmen von Schule stattfindet und dass man dabei einfach auch das Umfeld von Schule mit einbezieht. Ja, ich bin ganz positiv überrascht über die Vielfalt, die ich schon sagte. Es ist ganz erstaunlich, von Planspiel über Vorträge, über verschiedene Kulturen bis hin zu ganz praktischen Übungen ist da alles dabei und das finde ich auch spannend und offenbar die Jugendlichen auch gut beobachtet. In diesem Fall haben wir ja ganz, ganz deutlich gesehen, dass die Schüler, wenn Partner außerhalb der Schule, von außerhalb der Schule hierher kommen und mit Schülern arbeiten, dass sich diese ganz anders öffnen, ihre Sorgen und Probleme preisgeben, darüber diskutieren und gemeinsam Lösungsansätze suchen.
Ich kann das eigentlich nur empfehlen, dass andere Schulleiterinnen und Schulleiter überlegen, sich vielleicht auch dererlei Unterstützung an die Einrichtung zu holen. Ich finde es ziemlich cool.